Aus. Hallo liebes Publikum, hier ist wieder Jürgen Schwarz aus Fellbach bei Stuttgart. Heute bin ich wieder in meinem Friseursalon. Heute haben wir Malkurs. Es ist Mittwochabend, 19 Uhr und der Malkurs beginnt. Heute haben wir uns entschieden, mit Stoff zu arbeiten. Wir werden Stoff in Tapetenkleister eintunken und das auf der Leinwand drapieren und später farblich gestalten. Hierzu stelle ich euch mal meine Kursteilnehmer vor. Die eine ist wieder noch nicht da, aber die zwei anderen sind schon da. Wen haben wir da? Hier haben wir Marianne. Hallo. Und das ist Gabi. Hallo Gabi. Hallo. Wir werden das heute zusammen gestalten. Da werden schon die Stoffreste bearbeitet, um die nachher im Tapetenkleister einzutunken und auf dem Bild zu drapieren. Marianne hat sich ein altes Bild mitgebracht, was sie heute überarbeiten möchte. Das ist dieses hier. Da sind wir nachher gespannt, wie die neue Stoffdrapur und die neue Farbgebung rauskommen. Bei Gabi. Gabi hat eine leere Leinwand. Da ist noch eine volle, freie Gestaltungsmöglichkeit gegeben. Und jetzt werden wir mal loslegen. Ich werde auch mitmachen und ich werde jetzt mal das Video unterbrechen, dass wir ein bisschen weitermachen können oder überhaupt mal anfangen können. Und wir werden zwischendurch werde ich wieder die Aufnahme aufnehmen und dann weitermachen. Bis dann, ciao. So, liebe Leute, hier bin ich wieder. Wir haben jetzt schon ein bisschen gearbeitet. Inzwischen ist auch unsere Dritte im Bunde eingetroffen, die Angela. Ich zeige euch kurz mal die Angela. Hallo Angela, hier. Einmal gucken. Jawohl, das ist die Angela. Und jetzt zeige ich euch kurz die Zwischenstände unserer Bilder. Wir haben jetzt schon die in Tapetenkleister getunkten Stoff. Petzen auf die Leinwand drapiert. Hier ist Gabi gerade am Hindrapieren und Trocknen. Das ist Gabi. Und das ist ihr Bild. Und das ist Gabi. Und hier haben wir praktisch das bunte Bild von der Marianne, was sie jetzt mit den Stofftüchern drapiert hat. Und die Angela hat auch schon ein Bild vorbereitet mit einem ockerfarbenen Untergrund, wo jetzt hier schon eine Folie aufgebracht wurde mit bastartiges Material. Und hier sind die ersten Anfänge des Stoffaufarbeitens. Ich habe hier auch ein altes Bild genommen und Stoff drauf drapiert. Und jetzt werden wir trocknen und dann später in die farbliche Gestaltung gehen. Ja. Bis gleich. So, eine kleine Pause muss auch sein. Ein kleiner Smalltalk vor der Tür. Beim Italiener in Stuttgart. Ja. Also italienischer Kochkopf. Und da war eine... Liebe Zuschauer, wir sind hier wieder in meinem Friseursalon in Stuttgart. Und heute folgt der Film Malkurs zweiter Teil. Im letzten Teil haben wir gesehen, wie meine lieben Teilnehmerinnen ihre Leinwände präpariert hatten mit Stoffresten und anderen diversen Objekten. Und heute wird das Ganze koloriert. Ich schwenke jetzt einfach mal rum. Die Damen sind schon fleißig am Malen. Was hier denn so zu sehen ist. Also hier ist jetzt wieder, wir kennen sie noch vom letzten Mal, wer den Namen noch weiß, gewinnt ein Auto. Und mein Bild. Das ist Marianne und die ist jetzt inzwischen soweit. Also man sieht die Stoffreste noch, das sind die hellen Bereiche und der Rest wurde schon entsprechend koloriert. Und was jetzt in den nächsten Schichten passiert, das werden wir heute Abend aufmerksam verfolgen. Dann schwenken wir rum zu Angela. Hier sehen wir ihr riesiges Bild. Mit den Drapagen von Zevertüchern, die jetzt inzwischen alle trocken sind. Und ja, und da wird jetzt auch die dicke Struktur farblich gestaltet. Das ist Angela.
Dieses Gesicht gehört zu diesem Bild. So, und dann haben wir noch hier die Gabi. Mit Gabis Namen kann man eine Waschmaschine gewinnen, aber jetzt habe ich es ihr schon verraten. So, das hier ist das Bild. Hier sieht man auch deutlich die aufgeklebten Strukturen, sowohl Zebertücher als auch Stoffreste, als auch Schrauben. Irgendwelche Pflanzen, ja. Schoten, gell? Keine Ahnung. Ja, solche Schoten. Hier ist so ein Sandbereich und Schrauben. Wo sind sie da? Schrauben und heruntergefallene Kaffeebohnen. Schwenkt zu schnell. Genau, den Leuten wird ja ganz schwindelig, wenn du das so schnell machst. So, dann lasse ich die Damen mal weiterschaffen. Ich werde jetzt auch was tun und nachher gucken wir uns das Ganze nochmal im fortgeschrittenen Stadion an. Also, bis gleich. So, hier bin ich wieder. Ich werde jetzt mal hier einen Zwischenstand von Mayannes Bild geben. Hat sich schon erheblich verändert und ist... Es lebt. Genau, ich habe auch, das haben wir jetzt gar nicht vorher gemacht, ich habe auch hier ein Bild angefangen. Also in der Kamera sieht es besser aus als in echt. So, Angela ist auch am Schaffen. Hier sind die Strukturen schon farbig geworden. Es bleibt aber nicht so. Genau, Gabi schafft sich auch voran. Gabi schafft sich den Wolf. Schaffern halt. Zu viel Falten. Aber hat auch was. Es hat sogar was mit dem Lila da unten, finde ich, wenn man da... Ah, ich finde auch, den ohne Stock würde ich gar nicht groß übermorgen, glaube. Doch, vielleicht schon in Lila, aber dass man sieht, dass was dran geschafft wurde, aber... wenn das da unten so ein bisschen lila ausläuft, das kommt, wird jetzt hier blau und dann geht das hier ins lila über. So ja. Ist der Plan. Na dann. Ja. Ja dann. So. Hier sind unsere Utensilien. Da steht eine ziemlich ratlose da Marianne. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Eine sehr ratlose Marianne, die jetzt einfach mal natürlich den Rand auf. Auch dazu Pause. It's break time. Was haben wir denn hier? Schönes Salat und Paprika. Und natürlich nicht zu vergessen, den Wein. Das ist doch das Thema, oder? Hm? Müssen wir mal Platz machen. Deines ersten Filmes ist jetzt Salatvariation. Salatinspiration, ja. Genau. Huch, das schmeißen wir aus an die Erde. Soll ich Trockenmesser? Genau, also hier haben wir nochmal Mariannes Werk. Mach kurz einen Prozess. Hier ist an das, an dem ich arbeite. Meins könnte nicht mehr filmen. Warum? Irgendwie. Und Gabis. Gabi, dein ist toll. Der Englisch. Doch, du wirst sehen. Hier ist die Angela noch am Schaffen. Oder dieses Wesen mit Flügelchen. Warum? Du, das ist doch, dein Bild wird so sein, du wirst es morgen anschauen und ganz toll finden. Oder beim nächsten Mal. Hm, ich glaube, du unterschätzt deins. So, während Gabi und Marianne jetzt noch ein Video gucken, zeige ich euch nochmal schnell hier die Endergebnisse von Marianne. Und... das da hinten, an dem habe ich gearbeitet. Und daneben das von Gabi. So, also man sieht, dass man mit dieser Technik Stoff aufkleben, unheimliche Tiefe in die Bilder kriegen kann.
Hier ist noch das von Angela, was noch nicht ganz fertig ist, aber was sicher auch den gleichen Effekt geben wird. Das waren jetzt mal kleine Malstunden-Impressionen. Ich danke euch fürs Zuschauen und vielleicht habt ihr ja auch mal Lust vorbeizukommen in der Römerstraße 6 in Stuttgart in der Schnittstelle zum Malen. Ich danke euch, auf Wiederschauen, schönen Abend, bis bald, euer Jürgen Schwarz.